Hallo und willkommen bei den DBD-Lösungen. Was macht eigentlich DBD Connect? Sie sehen es hier auf dem Bildschirm. DBD Connect ist eigentlich eine Weiterentwicklung über den IFC-Import und die Bemusterung von IFC-Modellen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Das Ganze hat angefangen mit dem Kostenkalkül. Da gab es auch einen IFC-Import und den gibt es auch immer noch. Und das will ich mal hier kurz zeigen, indem man hier jetzt also eine Datei einstellt und über eine IFC-Datei das Ganze hier einliest und dann will er noch wissen, wo er es hinspeichern soll. Wir starten das Ganze und das Bild sehr schnell im Fokus und sehen auch schon gleich, was das Thema daran sein könnte, nämlich oder was der Vorteil hier beim Kostenkalkül sein kann. Wir brauchen die Modellierung hier nicht zu machen. Die Wände kommen hier insofern oder die Bauteile entsprechend an. Aber im Dachbereich, da sehen wir, haben wir nur die Skizze und da müssen wir nachmodellieren. Das ist im DBD Connect anders. Wenn wir hier auf Import gehen, stellen wir dort auch unsere IFC-Datei ein. Das heißt, wir können hier eine Standardvorlage wählen oder eine Projektvorlage. Da könnten schon Attribute drin sein, die wir verwenden können. Wir stellen also unsere IFC-Datei ein, die wir importieren wollen, sagen hier weiter, können dann die Geometrie der Bauteile nochmal nachberechnen lassen zu den Informationen, die über die IFC-Datei noch hineinkommen. Und ja, da wurde das Projekt erstellt und das öffnen wir jetzt mit einem Doppelklick, kommen in die Projektbeschreibung in die Oberfläche hinein, haben hier den Verzeichnisbaum, Erdgeschoss, Dachgeschoss und Dach. Und über Einstellungen können wir da noch Einstellungen vornehmen, was Projekttitel anbelangt, Auftraggeber, Logo oder auch für den Auftragnehmer. Und ja, dann haben wir hier noch unter Einstellung, sehen wir in Rot, die Bauteilexemplare ohne Qualitätstypen oder Attribute und in Gelb nehmen wir die Selektionen vor und gucken uns das Ganze in 3D an und haben hier, sieht man deutlich den Unterschied, das komplette Modell drin, den Bungalow mit Dach und die Bemusterung würde jetzt mit dem DBD BIM Content, den Elementen vorgenommen und das, wie das geht und was es für Möglichkeiten gibt, das zeige ich in den nächsten Teilen.